Kurfürst und Erzbischof Clemens August von Köln ließ im Emsland eines der schönsten Jagdschlösser des deutschen Spätbarock erbauen. 1747 wurde die architektonische Besonderheit in Form eines Jagdsterns fertiggestellt. Clemens August war selbst leidenschaftlicher Falkner. Sein Jagdschloss in Sögel bietet im Oktober 2008 einen passenden Rahmen für die internationale Falknertagung des Deutschen Falkenordens, DFO. Aus aller Welt kommen Falkner mit ihren geflügelten und vierbeinigen Jagdpartnern. Die Landesgruppe Niedersachsen des DFO richtet diese Tagung für ihre internationalen Gäste aus. 75 Beizvögel sind zu sehen und im Laufe der 4 Tage werden an die 1000 Besucher erwartet. Ja, da kann die Falken baden und dann kann die Falken baden und was sagt man in Deutsch? Get ready for the flying later. Okay. Ja. Alle Arten von Greifvögeln sind vertreten. Wanderfalken, Gärfalken, Habichte, Harris Hawk, Steinadler, Kampfadler und einige mehr. Ein Habicht, ein sibirischer. Jede Greifvogelart hat ihre Besonderheit und hat sich in den meisten Fällen auf eine Beute spezialisiert. DJZ-TV hat am ersten Tag eine Gruppe Falkner begleitet, die mit Wanderfalken auf Enten und Fasane beizen wollen. Wir lernen auch die jüngste Teilnehmerin der Beizjagd kennen. Annalena ist mit ihren 3 Jahren schon an das Tragen eines Falken gewöhnt. Die Falknergruppe fährt als erstes zu einem Entengewässer mit anschließenden Senffeldern. 2 Falken haben viel Erfahrung mit dieser Wildart. Die feinnasigen Pointer haben nicht die besten Nerven, aber hervorragende Vorsteheigenschaften. Und wenn dann, ich weiß nicht, wie lange der Gerd Gerzen, selbst erfahrener Falkner, ist heute Jagdleiter. Hier sofort. Der Falke wird als sogenannter Anwarter geflogen. Das heißt, er wird entkappt und fliegt dann ringholend über dem Falkner, um Höhe zu gewinnen. Von oben beobachtet er genau den Falkner und die Hunde. Der Falkner versucht dann, das Wild hochzumachen, damit der Falke es in der Luft greifen kann. Während die Kamera versucht, dem Falken zu folgen, fliegt am Teich eine Ente hoch. Der Falke schlägt die Ente runter und greift dann noch einmal nach. Dann passiert etwas Unerwartetes. Ein Bussard erhebt ebenfalls Anspruch auf die Ente. Bussard geht da drauf. Die Gefahr, dass sich die beiden Vögel verletzen, ist groß. Der Bussard ist da! Der Bussard ist am Falken! Aber Gerd kann die beiden trennen. Der Bussard macht sich aus dem Staub und der Falkner betrachtet voller Sorge seinen Wanderfalken. Der scheint aber unverletzt. Auf den Schreck gibt es erst einmal etwas zu essen, das nicht von einem Falken erbeutet wurde. Wildschweinsalami. Im Kreis sehen Sie einen Wanderfalken, der gleich eine Ente anjagt. Die potenzielle Beute sieht man nicht. Man kann aber erahnen, mit welcher Geschwindigkeit und Eleganz die Vögel jagen. Der Vogel hatte keinen Erfolg und wird vom Falkner mit einer Taube gelockt. Was hat der Falke jetzt gejagt? Können Sie das sehen? Also zum Schluss waren das Krickhennen. Ah, die habe ich fliegen sehen, ja. Genau. Von angejagt, oder? Angejagt hat er zuerst die Wildenten, die Stockente. Ja.
Manche Zuschauer können die ganze Aufregung gar nicht nachvollziehen. Bei Wanderfalken sind im Sturzflug schon Geschwindigkeiten von über 300 Kilometern pro Stunde gemessen worden. Der Falkner lockt den Falken zu sich, indem er ein sogenanntes Federspiel schwingt. Ein Federspiel ist eine Art künstliches Beutetier, auf das ein Stück Fleisch gebunden wird. Auf diesem Federspiel wird der Falke immer wieder geatzt, also gefüttert. Falkner und Zuschauer müssen geduldige Menschen sein. Gerd gibt seinem jungen Falken einen vollen Kropf. Er soll heute nicht mehr jagen. Der Falke soll bei der Jagd in guter Kondition sein. Die Kondition ist das zentrale Thema in der Falknerei. Der Vogel soll gut trainiert, also beflogen sein, muss aber noch so viel Appetit haben, dass er überhaupt jagen will. Ein satter Vogel jagt nicht. Ein ausgehungerter Vogel kann nicht jagen. Der Falke schraubt sich höher und höher. Er beobachtet die Treiberkette, die den Senf gegen den Wind durchdrückt. Dann steht eine Henne auf und der Falke stößt vorbei. Nach diesem Fehlversuch schwingt der Falkner das Federspiel und der Falke reitet bei. Schön zu sehen, wie der Hund sich automatisch ablegt. Worin liegt eigentlich der Reiz der Beizjagd? Ach, der Reiz der Beizjagd wird sicherlich bei jedem anders sein. Bei mir ist es so, dass einfach die Faszination, dass du einen Vogel hast, der eigentlich gar nicht zahm ist und der wirklich jagen kann. Und dann ist es die Kunst, den Vogel oben am Himmel zu haben, hunderte Meter von dir, über dir, und den Vogel jedes Mal wieder weiß machen können, dass ich dafür nötig bin, um ihn an Beute zu bringen. Dann kommt das Spiel von den Hunden dabei. Die Hunde, die müssen arbeiten, gut vorstehen, lange vorstehen, manchmal sogar eine halbe Stunde oder eine Stunde. Das liegt daran, wie schnell der Vogel hochgeht. Kann auch sein, dass der Vogel erst abtreibt, dass er dann wiederkommt. Und die Hunde müssen dann auf Kommando das Wild heben. Dann muss der Falke von oben runterkommen und den Fasan, wie sie es heute gesehen haben, in der Luft binden. Das klingt alles so einfach. Aber das ist so schwierig, den Vogel oben, die Hunde vorstehen, den Fasan im richtigen Moment hoch machen. Und das ist die Faszination. Wenn dann alles zusammenkommt, ja, dann ist das Glück perfekt. Ja. Dies ist der flüchtige Moment, in dem für Willi Buss das Glück perfekt ist. Im gegenüberliegenden Feld versucht Willi noch einmal sein Glück. Mein Traum war doch immer das hohe Anwarten von Wanderfalken. Was aber sehr schwierig ist, dann kommen so viele Faktoren bei. Das ist erstmal der Vogel, die Hunde, das Revier. Und dann muss alles stimmen, sonst haut das nicht hin. Zwei Fasane steigen auf und die Kamera verfolgt leider den Falschen. Aber der Falke hat auch kein Glück und stößt vorbei. Ein Hase macht sich vorsichtshalber aus dem Staub. Man kann ja nie wissen. Der Falke schlägt das Federspiel und nachdem die anderen Falken vergeblich versucht haben, Beute zu machen, beenden wir den Beizjagdtag.
Dass ein Falke ein Bisstöter ist, sieht man eindrucksvoll an diesem Fasan. Im Hof des Revierpächters wird Strecke gelegt. Zwei Fasane werden in der Falkengruppe 2 erbeutet. Gefangen, wie der Falkner sagt.